Herr Richter, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Und ich habe Ihre Kurzbiografie gelesen, wir haben uns damit beschäftigt. Und darin stand, dass Sie als Jugendlicher, also als 16-Jähriger, bereits die ersten Fluchtgedanken hatten, dass Sie rebelliert haben, nicht in die FDJ eingetreten sind. Und ich wollte fragen, woher das denn kam. War jemand in Ihrem Umfeld, der Sie auf diesen Weg gelenkt hat? Oder woher kam diese? Ich weigere mich immer, Tag des Mauerbaus zu sagen, weil die Mauer an sich ja erst später nach und nach ausgebaut wurde. Und dann beginnt die Schule, ich glaube meine Klasse, da wir waren zwei Klassen, mein Jahrgang, da hat man eine draus gemacht, die Wand weg und da wurde auch nicht drüber gesprochen. Darunter mein bester Freund, die Eltern hatten eine Gärtnerei. Die sind also in Ferien noch die letzten Tage, als es möglich war, haben sie über die offene Grenze nach West-Berlin die DDR verlassen. Ja, und die Lehrer erzählen uns dann was vom antifaschistischen Schutzwall. Beginn der 8. Klasse. Das war so eine arme Lehrer. Ja, also ich habe da von West-Berlin andere Bilder gesehen, als von wegen Schutzwall. Ne? So begann das dann. Ja, dann EOS, nur die Klassenbesten kamen damals hin. Der 8. Klassen, Potsdam, Staatsbürgerkunde, wir kriegen beigebracht, der Sieg des Sozialismus ist gesetzmäßig. Also da beginnt es dann irgendwie, dass man merkt. Die sind falsch, das läuft nicht. Ne? Und, oder der Unterschied Theorie und Praxis. Nicht? Die Lehre von Marx ist ja nicht schlecht, wenn man sich für Wirtschaft interessiert, soll man sich damit befassen, sage ich immer. Man lernt analytisch denken, man soll sich aber hüten vor Leuten, die vorgaben, den begriffen zu haben. Jedes Mal, wenn der in der Praxis umgesetzt wurde oder werden sollte, dann gab es Chaos. Ja, und das führte dann dazu, dass der erste Fluchtversuch war ja eigentlich, ich war im Internat untergebracht am Neuen Garten, Schloss Zehlendorf ist da in der Nähe, da mussten wir auch mal durch, nicht? Da waren ja die Sowjets, die sind erst 94 abgezogen da. Da war der Jungfernsee, man konnte rüber gucken nach West-Berlin, da war die Glienicker Brücke nicht weit. Ne? Wir sind da einfach mal spazieren gegangen und die haben 64 von, also die Grenze wurde ja immer mehr ausgebaut, gesichert und ab 64 konnte man sich dieser Grenze auch nur noch auf 300, 400 Meter nähern, also nach West-Berlin. Die innerdeutsche Grenze, weiß nicht, ob ihr das wisst, war ja Kilometer gesichert. Da wurden Umsiedlungen vorgenommen. Aktion Ungeziefer nannte die Stasi das. Überlegt mal. Leute, die eine andere Weltsicht hatten, waren Ungeziefer. Massenweise haben sie die umgesiedelt. Und die hatten von heute auf morgen da dieses Grenzgebiet und wir sind da einfach ins Grenzgebiet geraten. Da haben wir schon bei gedacht, da stand ein Schild. Und da wollten die uns Angst machen und haben uns da mitgenommen. Ne? Und da hat man auch schon mal erfahren, nicht? Die haben natürlich gemerkt, wir sind ein Freund und ich, wir sind da spazieren gegangen. Ne? Da wurde ein Fahnenappell einberufen und da war ich dann immer sehr oft bei den Negativfinanten. Ja? Als Kind noch positiv, ja. Gruppenratsvorsitzender, Klassensprecher klingt so gewöhnlich, ne? Gruppenratsvorsitzender war was Besonderes. Wir wurden auch geschult und da erzählte man uns, dass wir besser sind als unsere Mitschüler, weil wir unsere Klassenrolle erkannt hätten. Und wir sollten, nur damals, da fängt es dann an schon, ja, als Kind, über vierte, fünfte Klasse, die lehrten uns, dass wir unserem Pionierleiter mitteilen sollten, wenn Mitschüler Westfernsehen gucken. West-Berlin war ja nicht weit, nicht? Man konnte da auch Westfernsehen gucken. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das wirst du nicht machen. Da haben nicht nur meine Mitschüler Probleme, sondern auch die Eltern von denen. Die fragten damals in die Schule, die kamen in die Schulen und fragten, wie unsere Uhr im Fernsehen aussieht. Punkte, Striche, ja. Wenn man in der Nähe West-Berlins wohnte, Westfernsehen. Da hatte die Uhr Tagesschau heute noch, glaube ich, Striche statt Punkte. Aktuelle Kamera, Fernsehen DDR, ne? Gab den nur zwei. Da beginnt es dann irgendwie schon. Und dann so Widerstand war natürlich, dass ich nicht mehr der Freien Deutschen Jugend beitrat. Und da muss ich sagen, meine Eltern waren damals sehr, sehr sauer, nicht? Obwohl sie keine Kommunisten waren. Du hast da mitzuspielen, du musst mit den Wölfen heulen, du musst mit dem Strom schwimmen. Und was soll das? Du willst dein Abitur da machen, tritt doch noch ein Verein da. Nein, bin da nicht eingetreten. Also eine bewusste, das war auch kein Heldentum. Mein Latein gleichzeitig Klassenlehrer fragte zu Beginn der 9. Klasse, Klassenbuch, warum bist du noch nicht in der Freien Deutschen Jugend? Ich wollte ja nicht, ich wollte aber auch nicht sagen, lass mich in Ruhe damit oder so. Ich habe so diplomatisch gesagt, ich möchte diesen Schritt voller innerer Überzeugung tun. Da muss ich so pathetisch gesagt haben, dass der nur gegrinst hat. Ja, also es gab auch solche Lehrer in der DDR. Was war ich da nicht drin? Brachte natürlich alles, war alles nicht vom Vorteil. Ne? Also der erste Fluchtversuch, wenn man so will, war es im Grunde genommen nicht. Wir wollten an dem Tag sowieso nicht abholen. Wir wollten erkunden.
Also die Idee, da wegzukommen, die war doch schon da, dass man sich sagte, als es das jetzt verfestigt hatte, 61, also 64, es tat sich nichts, es wurde immer schlimmer, nicht? Und dass man sich sagte als junger Mensch, also wie lange willst du das Theater hier mitmachen, nicht? Das geht nicht. Und man war ja immer gezwungen. Jeder Aufsatz war politisch. Jeder Aufsatz war politisch. Da musste ein Bekenntnis zu den Zielen des Sozialismus sein. Und wenn man wie ich in Naturwissenschaften schlecht war, so ja meine Nachprüfung Chemie, nicht? Lag auch einer Lehrerin, aber da musste man in Naturwissenschaften, in Sprachen gut sein. Und wir hatten eine fünfte Russischpflicht und nur wer sehr gut war in Russisch, durfte dann ab siebte Englisch lernen. Ja. So, und dann Latein, nicht? Auf dem sprachlichen Zweig. Ja, da musste, dann hat man dazu geschrieben. Ne? Also ihre erfolgreiche Flucht war ja dann über den Teltow-Kanal. Und sie sagten ja bereits, sie haben sich die Möglichkeiten bereits mit ihrem Freund in ihrer Jugend ausgeguckt. Warum war es gerade der Teltow-Kanal, für den sie sich dann entschieden Naja, haben? davor war ja der misslungene erste Fluchtversuch. Ich wurde auch nicht zum Abitur zugelassen. Daraufhin, da ist Freunden die Flucht gelungen nach Österreich. Wir wussten also, man muss im Kontext mal sehen. 68 gab es da eine Prager Frühling. Nicht? Bis Gorbatschow hat man ja jede Demokratiebestimmung mit Panzern erstickt. Ne? Wahrscheinlich waren deswegen die Grenzen da nicht so bewacht, ne? Wie die Deutsch-Deutsche. Da ist jedenfalls vielen DDR-Bürgern ist da die Flucht gelungen. Und da ist Freunden die Flucht gelungen. Und das wollte ich erst auch versuchen, Ende Januar 1966. Und ich bin da nicht hingekommen. Also ich bin da aus dem Zug geholt worden, wahrscheinlich mein Äußeres. Wir hatten damals die Beatles, die Stones, die Beach Boys, die Musik hörten wir auch lieber als die Kampflieder der Freien Deutschen Jugend damals, ja. Ließen uns jahrelang wachsen. Heute interessiert es keinen Menschen, wie lange man die Haare hat. Damals, ja, meine Eltern tobten. Aber besonders geärgert hattet im Vertreter des Staates DDR. Nicht? Wenn die irgendwelche Festspiele planten, dann zu solchen Anlässen wollten sie mal ein Bild zeigen, das die Jugend zeigt in den blauen Hemden der Freien Deutschen Jugend und die Regierenden bejubelt eben. Ne? Wenn man so Dokumentationen sieht, dann sieht man das oft so. Jedenfalls haben sie mir damals die Haare geschnitten. Ne? Also, das war auch so ein Erlebnis, nicht? Wenn man mit 17 so die Haare geschnitten bekommt, nicht? Weil man westlich dekadent aussieht. Ich habe mir auch die Möglichkeit der Selbstkritik eingeräumt. Und ich habe mich, also mit denen, ich habe mich verteidigt, nicht? Die hätten mit Worten, hätten die mich nicht überzeugen können. Bloß als die mich da vor der Schule holten und da war denen völlig klar, dass sie mir die Haare schneiden. Ich habe mir gesagt, Karl Marx hat auch lange Haare und ich glaube an die Sieg des Sozialismus und sowas alles, ja. Und also ich war nicht der Einzige, dem da die Haare geschnitten wurden. Also ich hatte einen Freund, mit dem haben sie gar nicht diskutiert, den haben sie einfach mitgenommen. Und die waren natürlich im Zug damals in die Scheersheide natürlich wieder lang. Hosen mit Schlag, ich war wahrscheinlich auffällig. Und wie die damals die Züge kontrollierten, so kann ich mir das heute erklären, die nach Berlin fuhren, so kontrollierten die sicher auch die Züge, die damals nach in die CSSR fuhren, heute Tschechien. Jedenfalls haben die mich in Bernstein aus dem Zug geholt. Jetzt war es ziemlich offensichtlich, meine Sachen durchsucht und zack. Und damals bin ich noch auf Bewährung rausgekommen. Ich bin im Mai 66 auf Bewährung entlassen worden und das war ein geheuchelter Brief, den ich damals schrieb. Da schrieb ich meinen Eltern, dass ich diese Kurzschlusshandlung die DDR verlassen zu wollen, sehr bereue. Liebte damals eine Pastorentochter, da war alles. Ich wusste, dass der Brief wird vom Staatsanwalt gelesen. Ja. Und ich bin damals auf Bewährung entlassen worden. Aber wenn man so eine Vorstrafe hatte, dann bedeutete das in der DDR, dass man noch mehr eingeschränkt war. Jetzt kann sich niemand mehr vorstellen. Ja. Wenn man also jetzt hier nach Werder, nach Potsdam fahren wollte, hätte ich dann um Erlaubnis fragen müssen. Und also ich war da so, was ich da erlebt habe, mit meinen gerade mal 18 Jahren, das war so schlimm, dass ich dieses Regime richtig verabscheut habe. Also ich sage mal rückblickend, hätte sich ein irgendein westlicher Geheimdienst für mich interessiert, ja, die vielleicht gesagt, okay, jetzt mache ich mit hier, spiele mit, tritt in die SED ein, wird vielleicht sogar Mitarbeiter der Staatssicherheit, ja, oder was. Bloß für mich hat sich keiner interessiert. Also ich habe ab diesem Zeitpunkt das Regime wirklich auch erfahren und abgrundtief verabscheut eigentlich. Und naja, ich bin im Mai rausgekommen und ich habe im Gefängnis erfahren, dass da, ich war ein guter Schwimmer, ich war ja am Jungfernsee untergebracht, man konnte rübergucken nach Westberlin, die Idee, da mal durchzuschwimmen. Jedenfalls ist mir damals in der Nacht vom 26. zum 27. August 66 die Flucht durch den Teltow-Kanal gelungen.
Und es war nicht einfach ein kurz mal rüberschwimmen, sondern ich musste 1 Kilometer im Grenzgebiet, ja, und war damals abgehärtet, Gott sei Dank. Also ich brauchte 4 Stunden. Bin unterkühlt, aber unverletzt damals am alten Kontrollpunkt West-Berlin rausgekommen. Das ist im Südwesten Berlins, da war die Grenze nicht so gesichert wie innerhalb Berlins, nicht? Und was wichtig war, da wohnte niemand. Man konnte sich dieser Grenze nähern, ohne dass man irgendwelchen Leuten aufgefallen ist. Ne? Ich habe natürlich als junger Mensch damals schon, 17, hat man mal die Grenze, Bahnhof-Friedrichstraße, die fuhren ja nach West-Berlin. Ich erinnere mich, nicht? Wenn man sich da irgendwo, jedenfalls spürte ich da plötzlich einen Hand auf der Schulter. Und da wusste ich in dem Moment, jetzt ist Gefahr, hau ab. Nicht? Also als sie die Hand, der sagte, was machen Sie denn hier? Oder was machen? Und da war ich schon weg. Konnte schneller ran als die, der hat dann neue Pfiffen. Ne? Also das hätte schon ausgereicht, wenn man sich in sensiblen Bereichen aufgehalten hat zu lange. Ja? Und das war, ich konnte mich der Grenze dann nähern, ohne dass jemand aufgefallen war. Und ich muss sagen, das ist mir nicht leicht gefallen. Ich war sehr traurig, denn ich liebte meine Heimat. Und man hat ja alles, was einem lieb und teuer war, zurückgelassen. Nicht? Man konnte ja nicht viel mitnehmen. Aber 3 Millionen Menschen vor mir haben das ja auch überlegt. Die sind nicht abgehauen, weil die Zigaretten da besser schmeckten. Im Westen nicht Verhaftung, Verfolgung, Enteignung, und weiß ich was, drohten ja da. Ja. Sie wurden ja schließlich inhaftiert, und haben trotzdem weiter rebelliert, sind in den Hungerstreik Na, das getreten. war später. Das ist chronologisch. Also mir ist ja die Flucht gelungen. 66, habe den Tag immer auch mehr als mein Geburtstag im Januar gefeiert, muss ich dazu sagen. 26. 27. August. Und im Westen angekommen, hatte ich auch von Anfang an vor gehabt, anderen rauszuhelfen. Bloß wie? Verstehen Sie, als DDR-Bürger, jedem DDR-Bürger, dem die Flucht gelungen war, war aus DDR-Sicht ein Verbrecher. Ja. Im Westen angekommen, war er natürlich Deutscher im Sinne des Grundgesetzes. Also im Grunde genommen war das eine Leibeigenschaft. Nicht keine Staatsbürgerschaft, das war eine Leibeigenschaft. Ja. Bin zur See gefahren, 4 Jahre, war auch eine sehr schöne Zeit. Die wussten aber in Hamburg, wir können ihn nur einsetzen auf Schiffen, die die westlichen Länder anfahren. Japan, Südamerika, die ganze östliche Welt war tabu. Und ich habe natürlich sehr schnell, wenn ich also längere Zeit Urlaub hatte, war ich auch immer zeitweise in West-Berlin, aber ich musste mal fliegen. Nicht? Denn durch die DDR ging es nicht. Ich musste immer fliegen. Hätten sie mich verhaftet. Ne? Und das endete 1972. Man muss alles im Kontext sehen, die DDR bemüht sich damals um die Aufnahme in die UNO. Das war wohl der Anlass. Honecker hatte Ulbricht abgelöst. Und man hoffte jetzt auch auf Erleichterung und so weiter. Und Honecker hat damals eine große Amnestie verabschiedet, also ein Straferlass für alle Flüchtlinge. Das bedeutete, also jeder, der mal geflohen war, jetzt also vollwertiger Bundesbürger, die Flucht ist also vergeben. Ne? Und da konnte ich dann aufgrund dieser Amnestie konnte ich 72 Weihnachten. Also war große Freude, das erste Mal wieder nach Hause. Und dann bot sich also die Möglichkeit dann ohne großen Aufwand. Ich habe nie kommerziell betrieben, diese Fluchthilfe. Ja? Es gab ja immer Leute, die raus wollten und auch Leute, die das schamlos ausgenutzt haben. Da muss man schon differenzieren. Ne? Aber die Möglichkeit, jetzt anderen rauszuhelfen, die war plötzlich durch das Transitabkommen da. Nicht? Die DDR hat sich damals, gab ja dann diese Verhandlungen ab 63, die Entspannungspolitik, dann die Grundlagenverträge Anfang der 70er Jahre. Also die DDR hat sich damals verpflichtet, den Transitverkehr von und nach West-Berlin reibungslos zu gewährleisten. War die, ne? Man wurde also nicht mehr schikanös kontrolliert. Damals war auch noch die Landstraße nach Hamburg. Die alte 5, die auch eine Transitstrecke war. Man durfte als Transitreisender natürlich keine Leute mitnehmen oder kontaktieren überhaupt. Man durfte nicht abweichen von der Transitstrecke. Die waren vorgegeben, die Transitwege, die Autobahn, München, Hirschberg, Warta, Hannover und dann, wie gesagt, die alte 5. Später hat man die Autobahn gebaut. Was man nicht durfte, man durfte also keine DDR-Bürger kontaktieren. Manche machten das, dann sagten sie, wir treffen uns Hermsdorfer Kreuz, dann kommt ihr hin und dann, ihr seht ja, wo wir sitzen. Ja, die Stasi war nicht blöde, Parkplätze, Raststätten gingen auch nicht. Ne? Wenn man, da haben die natürlich beobachtet. Die Stasi hat erst natürlich, wenn guckt ja keiner, hier hast du einen Pfund Kaffee, ja.
Die Stasi konnte jetzt sagen, wir bestrafen dich dafür, du hast gegen Gesetz der DDR verstoßen. Konnten aber auch sagen, naja, wir drücken mal ein Auge zu, wir sind ja nicht so. Auf diese Art und Weise haben sie Spitzel gewonnen. Ne? Also was man grundsätzlich nicht durfte als Transitreisender, man durfte keine DDR-Bürger mitnehmen und erst recht nicht im Kofferraum versteckt mitnehmen. Das haben Sie getan. Ja, tolle Sache. Also ich muss ehrlich sagen, gab es mich selten im Leben so eine Erfüllung empfunden wie nach solchen geglückten Fluchten. Vor allem die Leute, die ich rausgeholt habe. Mir war ja klar, dass die nicht raus wollten, weil die Zigaretten besser schmeckten. Und ich habe mich immer selbst gesehen. Mich hätten sie noch beinahe erschossen im Teltowkanal. Ich bin da, also ich hätte mich damals gerne im Kofferraum versteckt. Ja? Wenn die Glück hatten, lagen sie nicht mal 20 Minuten, wenn ich es auf der 5 aufgenommen hatte, da vor Starken. Ne? Also das war natürlich, klar, jede Fahrt war ein berechenbares Risiko. Nicht? Das wussten auch die Flüchtlinge. Nicht? Wenn die uns erwischen, gehen wir ins Gefängnis. Jeder, der raus wollte, hat auch damit gerechnet, dass er ohne Gefängnis nicht rauskommt. Man wusste aber, man hat sich diskutiert, der Westen bemüht sich. Also besonders um Inhaftierte in den Gefängnissen der Stasi. Ich bin gerade hier vorbeigefahren, ich war ja eher hier, ich habe ihn auch besucht vor einem Jahr. Dieses Untersuchungsgefängnis hier. Ist ja gar nicht weit von hier. Ne? Staatsgefängnis, Ja. Bibelstraße. Ja. War ja auch dann später in Bautzen, mit welchen zusammen der mit der ganzen Schiffsbesatzung, die sie verhaftet haben. Aber was haben die haben uns, ich habe ihn vor einem Jahr mal angeguckt, das Gefängnis. Solltet ihr euch auch mal angucken, ist hochinteressant. Sie. Wie, kurze Zwischenfrage, wie wählten Sie die Flüchtlinge aus, die letztendlich, die Sie mitnahmen? War es willkürlich oder gab es Nee, das hat sich da. einfach so ergeben. Ich war ja in West-Berlin und wissen Sie, da habe dann ein Studium begonnen, wollte mir erst Sozialarbeiter ausbilden lassen damals und war natürlich oft in Ost-Berlin und dann machte man, hatte mir auch einen westdeutschen Pass, Hamburger Pass, da konnte man jederzeit nach Ost-Berlin, wenn ich in die Zone wollte oder dann musste ich dann natürlich von West-Berlin beantragen. Ne? Also ein West-Berliner Ausweis, westdeutscher Pass hatten viele, da kommt man vielen Leuten zusammen. Viele kamen damals nach West-Berlin, weil sie nicht zur Bundeswehr wollten. Die DDR hat mal auf die selbstständige politische Einheit West-Berlin bestanden. Wer in West-Berlin lebte, arbeitete, musste nicht zur Bundeswehr. Viele wollten nicht zur Bundeswehr. Und dann lernt man natürlich Leute kennen und ich habe eine Freundin, die ging natürlich rüber. Westgeld, Spaßgeldtausche, haben die da in Kösus gespielt und lernten ein Mädchen kennen. Und dann dann wird das eine feste Beziehung und die wollen die kommt natürlich nicht raus, das Mädchen. Nicht? Ihm bietet man an, in die DDR überzusiedeln. Verständlicherweise möchte der das nicht. Naja, so lernt man sich kennen. Und ich hatte ja schon vorher gehabt, anderen rauszuhelfen. Mir war natürlich völlig klar, wenn Verwandte, Bekannte raus sind, dann ist die DDR tabu für mich. Die Stasi ist nicht blöde. Meine liebe Schwester, 6 Jahre jünger als ich, der habe ich 73 angeboten, sie rüberzubringen. Da waren die 19. So. Wisst ihr, was die mir geantwortet hat? Ich besuche nicht mal, wenn ihr sozialistisch seid. Ja. Die war so von dem, die war in der Freien Deutschen Jugend, die hatte auch nicht das erlebt, was ich erlebt hatte. Ja. Und bei ihr war es ja ein Prozess, nicht? Sie fuhr dann nach Ungarn, hatte ihre Prüfung sehr gut gemacht als Erzieherin und sah, wie sie behandelt wurde als DDR-Bürgerin. Und also die lernte dann ihre große Liebe kennen, der war Lehrer in der DDR, überhaupt nicht glücklich, nicht? Musiklehrer und wollte unbedingt raus. Und sie hat ihm wohl gesagt, Ende 74, gesagt, wenn du willst, mein Bruder könnte uns rüberbringen. So. Heute weiß ich, dass es zu spät war. Denn da, außerdem bei der Fahrt, haben sie mich erwischt. 4. März 1975. Richtig. Ja, das war so ein. Da ist man ja traumatisiert, immer nach. Ja, also rückblickend habe ich die Stasi unterschätzt, muss ich sagen. Nicht? Man macht sich natürlich Gedanken. Ich weiß heute, dass sie mich seit Ende 1974 im Visier hatten. Wenn ich als Tourist einreiste in die DDR, dann tat ich mal so, als wenn ich der Studentenbewegung anhöre. Gerade West-Berlin war ja beeinflusst. Das wissen wir heute. Das habe ich damals schon gemerkt. Ich war zufällig in Berlin, kam von der ersten Reise zurück, als der Benno Ohnesorg damals erschossen wurde. Der Schah besuchte West-Berlin und die Studentenschaft protestierte. Wir haben ja auch gegen Apartheid Südafrika, war völlig dabei. Bloß ich habe damals schon nicht verstanden, wenn jemand an der Mauer erschossen wurde, dann war immer Ruhe da bei denen. Ja. Ich hatte mich da auch diskutiert. Also ich sage mal so, hätte man damals gewusst, dass der Westberliner Polizist Koras hieß, der selbst dieser Mensch auf der Halsliste der Stasi stand. Ja. Mal sehen, welchen Einfluss die hatten, die also auch die alte Bundesrepublik hatten. Ne.
Und also ich habe in meinen Stasi-Akten Unterlagen gefunden, Gesprächsprotokolle so von Einreisen, ne? Dass die mich als fortschrittlich bezeichnet haben. Und fortschrittlich aus DDR-Sicht war natürlich alles als konservativ oder so, ja. Also die hofften mich mal als Mitarbeiter gewinnen zu können, ne? Und dann war mal eine andere Abteilung, die eben die Fluchten verhindern sollten, also die Transitwege schenken. Ne? Und dann kam Ihre Haftzeit. Naja, ich bin in der Nacht vom 3. zum 4. März, also kam ich an die Grenze und dann hieß es, also ich habe mein Visum ausgereicht und der Grenzsoldat, als wenn die auf mich gewartet hätte, ne, der sagte sofort, ne, fahren Sie mal rechts raus. Ich sage, wieso, bin auf der richtigen Spur. Es gab ja die für Einreisende und da wurde man kontrolliert. Wenn man als Tourist ein- und ausreiste, wurde man immer kontrolliert. Man konnte da allerdings rumfahren in diesen Bereichen, als Transitreisender eben nicht mehr. Da ging man mit Visum. Ich sage, wieso, ich bin auf der richtigen Spur hier, was wollen Sie? Wir fahren Sie mal in die Garage da, ne? Ja, man ließ die Berliner Grenzen nicht von Berlin überwachen, ne? Sondern die kamen meist aus dem südlichen Bereich der DDR, Teil der Ahnungslosen, sagt mir. Da konnten keine Westsender empfangen werden, ja, in gewissen Bereichen. Und da überlegt man natürlich Gas geben, nicht? Da war so ein Maschendrahtzaun, da wäre ich vielleicht durchgekommen, so ja, ne? Bloß ich weiß genau, nicht? Also, die schießen, nicht? Und ich muss durch so eine Passage fahren und nichts war besser überwacht als so ein Grenzübergang. Also eine Garage, da haben die mich schon gewartet, da waren 10 Grenzsoldaten bewaffnet. Und dann kam ein Grenzsoldat, dann kam erstmal ein Offizier in mein Auto, steigen Sie bitte aus. Ich sage, ich denke nicht dran, ich möchte Mitarbeiter der ständigen Vertretung sprechen, steigen Sie bitte aus. Da machte er so, als würde er die Waffe greifen. Ich sage, nur unter Protest. Ne? Ja, und dann aus. Und dann kam ein Grenzsoldat mit Hund in die Garage. Der Hund wurde ins Auto geführt. Als der Hund auf den Kofferraum sprang, was passiert? Die bin an die Wand geflogen. Die haben mir zwischen die Beine geschlagen. Ich habe in dem Moment vor Schmerzen auch gesagt, schießt da ihr Verbrecher. Und das habe ich auch ernst gemeint, ja. Also wenn sowas passiert, dann muss man mit dem Befehl nehmen, abhaken erstmal, ja. Auf unbestimmte Zeit, das war völlig klar. Das wusste ich, das wussten auch meine Schwester und ihr Verlobter wussten das. Ne, ganz klar, Sache schief gehen könnte. Ja, und dann, richtig, dann sind sie mich nach Potsdam gebracht. Untersuchungshaft Potsdam. Die so ähnlich wie die hier in Rostock. Sind alle gleich. Glasbausteine, weil ich durchgucken kann. Wenn ich mich recht erinnere, wurden Sie zu 15 Jahren Haft verurteilt? Ja, das war das schlimmste Verbrechen. Hm. Also Fluchthilfe, die haben gesagt, wir haben doch die Todesstrafe. Ja, wollen Sie mir Angst machen? Ich sage, ja, schießt mich. Solange Leben in mir ist, werde ich euch bekämpfen. Also da hat es ja keinen Zweck mehr gehabt zu heucheln, sowieso nicht. Nicht wie nach meinem ersten Fluchtversuch. Das sage ich völlig. Ich habe von Anfang an die Möglichkeit gegeben, zu meinen Verbrechen, meine Verbrechen zu schildern. Vielleicht mit mich zu verpflichten, wieder gut zu machen. Bloß da kannte ich die DDR zu gut. Ne? Mich hier verpflichte, wieder gut zu machen, werden sie mich als Spitzel einsetzen. Ja, das war mir völlig klar. Und dann war das eine andere Zeit als 66 auch noch. Ich war Bundesbürger, Ausländer in der DDR. Bundesbürger waren Ausländer und Ausländer wurden diplomatisch betreut. Ich glaube, ich hatte auch mehr, doch musste mir nicht alles gefallen lassen. Und die kamen nicht jede Woche oder was, die kamen aber in Abständen, so 2-3 Monaten, Mitarbeiter der ständigen Vertretung. Ne? Und dann war mir völlig klar, also ich werde mich ja nicht verpflichten, wieder gut zu machen oder was. Also als ich dann nach Wochen, Monaten Isolation jemanden auf die Zelle kriegte, da war mir völlig klar, diese Person hatte Vergünstigung, die ich nicht hatte. Also rauchte wie ein Schlot, rauchen zu dürfen war eine Vergünstigung, die der Vernehmer gestattete. Ein Buch lesen zu dürfen war eine Vergünstigung, die der Vernehmer gestattete. Das war mir völlig klar, dann jemand auf die Zelle kriegte. Ne? Und dann muss ich auch sagen, also damals schon Vernehmer, die mir ihre Ablehnung zeigten, so über dich hier die Schicht hinweg, du Würstchen, ja, die waren mir damals schon lieber als diese scheiß freundlichen Vernehmer. Wenn so ein Vernehmer freundlich war, war mir das Respekt. Dann habe ich nach jeder Vernehmung überlegt, man kam ja aus der Zelle, hatte keine Kommunikation, dann habe ich nach jeder Vernehmung lange, lange überlegt, was hast du dem alles erzählt im freundlichen Gespräch. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die natürlich rausbekommen wollten, wen ich alles rausgeholt habe. Die haben mir zum Schluss ja 18 Leute nachgewiesen. Mir war so real, die waren sowieso im Westen. Ja. Aber die hat von Anfang an eigentlich mehr interessiert, die Leute interessiert, die ich nicht rausgeholt habe. Ich hatte einen großen Freundeskreis hier in der DDR. Mein Vater ist Schuldirektor, ich lebe noch zu Hause, der verliert seinen Job, wenn ich weg bin, oder meine Frau ist schwanger.
Die Schwiegereltern sind in der Partei, die freuen sich auf das Enkelkind und. Ne? Und da war ich schon bedacht, darauf bedacht, dass ich da nichts Unbedachtes sage. Ne? Aber das war die schlimmste Zeit meines Lebens, waren die 11,5 Monate Untersuchungshaft. Erst dann wurde ich angeklagt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Namen des Volkes. 3 Stunden vorm Termin durfte ich einen Anwalt sprechen. 3 Stunden vorm Termin. Das war ein Theaterstück, wie die Wahlen in der DDR. In der DDR wurde gewählt alle 4 Jahre, wisst ihr das? Uns lehrte man in der Schule im Staatsbürgerkundeunterricht. Ne? Mein Staatsbürgerkundelehrer war ein überzeugter Kommunist, vorher war ein überzeugter Nazi. Haben wir später Natürlich. erfahren. Von wegen der DDR, jetzt gehen die Nazis, nicht? Das, wir wählen die Kandidaten der Einheitsliste direkt, ja? Ein Brimborium, noch mehr Parolen an den Wänden. Und das Wahlergebnis stand fest, vorher schon, ne? Oder? 99,98%. Also 3 Stunden vor dem Termin durfte ich einen Anwalt sprechen. Mitarbeiter des Rechtsanwaltbüros Vogel. Und der kam dann an. Wir waren noch alleine im Anwaltszimmer. Und er war sehr nervös und geschäftig. Schob eine Schachtel Zigaretten rüber. Ich sag, das ist Anwalt, ja. Ich sage, lassen Sie stecken. Ich habe es mir abgewöhnt. Oh, hier brauchen Sie dürfen, das ist eine Vergünstigung. Und ja, jetzt wird es ernst. Am besten Sie bereuen vor Gericht. Naja, sage ich, okay. Soll ich ein bisschen heulen oder kann mich auf die Zunge beißen? Was, oder wie? Kann ja auch mich auch bekreuzen, obwohl ich nicht katholisch bin. Na, sehen Sie mal ein bisschen ernster, sagt er, ja. Rechtsanwalt Vogel, der war der Mittler, also der hatte überall Unterbevollmächtigte. Ne? Und ich sage, muss ich das? Muss ich da überhaupt mitgehen? Ich werde 15 Jahre kriegen. Ne? Wieso? Wie viel hat man? Da fragt der Anwalt mich, wie viel man mir nachgewiesen hat. Obwohl dieser Anwalt, ich hatte meine Akte dabei hatte, ich habe es gesehen. Das heißt, er hat sich nicht mal damit befasst. Das war für mich damals schon vor der Verurteilung irgendwie so, dass ich glaubte, das ist ja alles Feuer, das ist ja Theater, das ist Feuer als gekungelt. Ne? Ich sage, ich werde 15 Jahre kriegen, können Sie mir sagen, wie lange ich hier bleiben muss? Und dann hat er geguckt, und, weil er das nicht gewohnt war. Ja, also, so, ja, rechnen Sie mit 5,5 Jahren, hat er mir gesagt. Und ernst gesagt, ich bin nach 5 Jahren, 7 Monaten freigekommen. Also das heißt, ich konnte damals schon, man konnte schon damals davon ausgehen, eigentlich, dass das, und sicher war das ja, so halt wissen wir das ja, auf höherer Ebene gekungelt wurde. Ne? Und so war es ja dann auch. Und ich bin ja nicht wie in guter Führung. Wenn Sie sich damit befasst haben, mit meiner Biografie, dann werden Sie sehen, dass die in Rummelsburg Strafvollzug mit mir nicht fertig geworden sind. Und, also wenn die mich in Ruhe lassen, hätte ich es auch in Ruhe lassen, nebenbei gesagt, nicht? Bloß die bemühten sich um internationale Anerkennung und haben sich an ihre eigenen Gesetze nicht gehalten. Dann wurde ja meine Schwester gegen ihren Willen die DDR entlassen. Gegen ihren Willen. Das waren die subtileren Methoden der Stasi. Die haben uns nicht mehr in Wasserfolterzellen gesteckt, wie die Sowjets damals, um unschuldige Menschen dazu zu bringen, eine Schuld zu gestehen, bis zu Stalins Tod und sowas. Die Stasi war subtiler. Die haben daraus eine Wissenschaft gemacht, wie sie Menschen mit einer anderen Welt sich kaputt machen können. Nicht? Meine Schwester kriegte wohl nach 3 Monaten eine Mitgefangene auf die Zelle in Potsdam und erfährt, dass ihr Verlobter noch andere Frauen Bekanntschaften hatte. Dann wird sie gegen ihren Willen, die war in Hoheneck. Schönes Frauengefängnis, Hoheneck, gegen ihren Willen die DDR entlassen. Und kommt nach Kolmorgstadt. Stadt mit 3 O, nicht? Kolmorgstadt, heute Chemnitz. Und von da fuhren ja die Busse nach Gießen. Ne? Und meine Schwester ist aber zurückgekommen nach Hoheneck und hat bis zum letzten Tag ihre Strafe abgesessen. Bekam sehr wenig. Das heißt, die Stasi wollte sie von Anfang an hier rüberlassen. Das war eine Strategie. Und es ist ja nicht bekannt, also dass ihr Verlobter, also sie hat erfahren von der Mitgefangenen, dass ihr Verlobter, er machte Musik nebenbei, nicht? Und dass er noch andere Frauenbekanntschaften hatte. Hat sie gesagt, mit dem dann nicht mehr, ne? Dann wird sie gegen ihren Willen die DDR entlassen. Sagte natürlich, ich will rüber, ich werde auch nicht hier bleiben, ich werde auch hier nicht arbeiten. Dann sagen die, dann werden wir sie bestrafen dafür. Asoziales Verhalten dulden wir nicht. Meine Schwester war religiös und sie hat sich in der Kirche engagiert. Die Kirche hat sich so Menschen wie meiner Schwester angenommen. Ne? Hat sich dann da eingerichtet, hat geheiratet, einen anderen natürlich, und ist der Stasi gelungen, eine Arbeitskraft hier zu behalten. Nicht? Es ist der Stasi nie gelungen, meine Schwester zur Mitarbeit zu gewinnen. Ne? Und ich wusste aber nicht, dass sie gegen ihren Willen die DDR entlassen wurde. Später habe ich erfahren, dass sie glaubten, der ist schon so aufsässig und beeinflusst den Erziehungsprozess seiner Mitgefangenen negativ. Erziehungsprozess nennt die das. Manchmal wussten sie nicht mal, wie Erziehungsprozess richtig geschrieben wird. Ja? Naja, und
dann das hat mir natürlich nie gefallen lassen. Ich wusste auch, dass ich ganz ehrlich, also sehr gerne, ne? Das ist eine Drüsenkrankheit. Und dass so ein Hungerstreik ist eine schlimme Sache. Nicht? Ich wusste auch, dass sie mich am Leben erhalten werden. Es waren eine spektakuläre Aktionen. Nicht? Und die haben mich ja insgesamt dreimal zwangsernährt. Also es war nicht einfach. Ne? Das heißt wie zwangsernährt? Na, ich kam nach Meusdorf, Haftkrankenhaus, von Rummelsburg zweimal, von Bautzen. Und wurde dann also fest hier fixiert. Ich habe so gesagt, wir werden sie am Leben erhalten. Und dann waren mal strafgefangene Kalfaktoren. Ich kriegte man so eine Art Schlauch durch die Speiseröhre und da pumpten die eine Sonde ein. Das habe ich aber nur einmal über mich ergehen lassen. Ich habe gesagt, bevor mir hier alles kaputt macht, ich werde das, was die mir einpumpt, freiwillig zu mir nehmen. Dann ist natürlich auch mal gelästert. Ein schön hoher Verpflegungssatz. Das schmeckte so wie Vanille. Da waren alle Mineralien drin. Natürlich Zahnfleisch. Das längste war mal 21 Tage. Da haben meine Eltern mich dann da im Meusdorf besucht. Ne? Und das war natürlich eine spektakuläre Aktion. Ne? Und trotzdem, ich wollte den dritten, den ich vorhatte, mit Flugblättern unterstreichen. Und hatte auch schon welche vorbereitet. Zu ihrem Jahrestag, 7. Oktober 1977, wollte ich die im Gefängnis Rummelsburg verbreiten. Also im Strafvollzug war man nicht mehr so isoliert, wie man es in Untersuchungshaft war. Ne? Und als wir die gefunden haben in meiner Einzelzelle, ich war ja also nur noch isoliert, aus den genannten Gründen, nicht? Da als sie die fanden, da haben sie gedacht, ich mache dann Revolte und wollten mich danach verurteilen. Also ich habe sie da als Handlanger Sowjetimperialismus bezeichnet, nicht? Aus Protest gegen die eklatante, habe ich auch an den Stasi-Akten wiedergefunden, ja? Aus Protest gegen die eklatante Nichtachtung und Verletzung der Menschenrechte durch das hiesige sowjetimperialistische Marionettenregime gegen die ständigen Schikanen seiner Handlanger trete ich in einen unbefristeten Hungerstreik. Oh, also hier vorne habe ich gesagt, ne, ich habe ja unterschrieben. Ne? Also mich dann, da waren ständig 5, 6 Schließer um mich herum. Unvorstellbar, ja, also was das bewirkt hat. Dann war da so in einem Zivil, 3 Schließer haben mich fest, ja, sonst am Schreibtisch und alle haben die Flugblätter. Wie, sehen Sie was? Ich sage, meine Flugblätter, schade, ne? Dann schreibe ich neue. Was soll das? Handlanger des sowjetimperialistischen Marionettenregimes oder das sowjetimperialistische Marionettenregime, sondern die Regierung der DDR. Und Handlanger, was meinen Sie? Na, Leute wie Sie. Ne? Und das war's dann. Haben sie mich in die Kalbestraße gebracht, planten mich nachzuverurteilen, sagten sich dann aber, wir werden dir nicht nachverurteilen, weil sich im Westen gewisse Kräfte für den Menschen interessieren. Wenn wir ihn nachverurteilen, wird seine Person auch viel werter. Aber in Rummelsburg wollten sie mich auch nicht mehr haben. Und ich muss sagen, ich habe damals noch gehofft, ich bin in der DDR zur Schule gegangen. Und in meiner, auf der EOS, Helmholtz-Oberschule Potsdam, da waren auch Söhne von Stasi-Mitarbeitern. Die Kinder wurden oft anders, als die Eltern es wünschten. Ich habe damals noch so ein bisschen gehofft, dass es so Kräfte gibt, die so einen menschlichen Sozialismus wollen, die sich gegen die alten Stalinisten nicht durchsetzen können. Also ein Doppeleffekt. Ne? Ich lasse mir hier nicht alles gefallen und ich bewirke da etwas. Also im Nachhinein konnte ich sehen, dass der Verbindungsoffizier in Rummelsburg, Mitarbeiter der Staatssicherheit, bei dem man sich auch über Schikanen der Schließer beschweren konnte, Selbstkritik üben musste, aber nicht, weil er diese Methoden der Zersetzung nannten, die das ja gegen mich angewendet hat, sondern weil ich so blöde angestellt hat, weil ich ständig Vertretung da eingesammelt gekriegt habe. Deswegen, ne? Aber das war dann der Grund, weshalb sie mich dann an Bord C2 brachten, ohne Nachverurteilung. Obwohl der nun eine Staatsverleumdung hoch 3 war. Und im Bautzenweig, aus den genannten Gründen, auch die meiste Zeit isoliert. Also insgesamt habe ich 5 Jahre, 7 Monate davon abgesessen, von den 15 Jahren. Also wie eigentlich im Vorfeld prophezeit. Sie wurden ja am 2. Oktober 1980 dann freigekauft. Geburtstag Gandhis, ja. Und sind ja dann Mitglied geworden und haben Protestaktionen geleitet und sie haben ja nicht aufgehört, gegen diese Regierung zu kämpfen. Nee. Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich als Künstler überzeugt war von all dem. Ja, da habe ich ja nicht ständig gekämpft, wenn wir jeden Tag an der Mauer standen. Aber sehr oft. Und habe mir auch meine Wohnung gesucht, nicht weit von der Mauer. Habe die Sache mal drüben beobachtet. Auch den sich regenden Widerstand. Habe Flugblätter über die Mauer geschmissen. Wir haben uns gegen zwangsadoptierte Kinder natürlich nicht. Vielen hat man ja die Kinder weggenommen. DDR-Bürger, die fliehen wollten mit kleinen Kindern, denen hat man die Kinder weggenommen. Dafür war die Margit Honecker verantwortlich, ja, für diese Zwangsadoption vieler Kinder.
Da konnte man ja einfach nicht ruhig bleiben. Bin meiner Arbeit nachgegangen, habe mein Studium nicht fortgesetzt. Da gab es, gibt es ja heute noch ein Museum, Haus am Checkpoint Charlie, mit dem Gründer Rainer Hildebrand war ich befreundet. Und das war so ein sensibler Ort, Checkpoint Charlie, da war Springer Hochhaus. Ne? Man hat aber im Westen, muss man sagen, niemand hat den Gorbatschow vorhergesehen. Man hat auf Dialog gesetzt. Nicht? Und da waren Menschen wie ich gar nicht so gewünscht. Kalter Krieger, Entspannungsfall. Die Stasi ging ja dann weiter. Die Stasi hat versucht, mich im Westen zu isolieren. Ich sei ein Faschist, ein Rechtsextremer und weiß ich was. Also so richtige Rufmordversuche. Ne? Und versuchte mich in der Gesellschaft für Menschenrechte, der ich damals beigetreten war, zu isolieren. Ne? Also ich sag ja, es gab im Knast auch, haben Bautzen ja auch Sänge gekriegt, hin und wieder mit dem Gummiknüppel. Ne? Die haben mir nicht totgeschlagen. Ich sage immer, also so ein Schlag ist nicht angenehm und tut weh. Aber wenn man diese anderen Methoden waren viel schlimmer. Oder wenn die mitgefahren sind, zum Beispiel in Rummelsburg oder auch in Bautzen, die sollen glauben an seinen Spitzel, an seinen Stasi-Mitarbeiter, obwohl es ja nicht ist. Ne? Also dieses Verunsichern, Zersetzen. Und das ging ja im Westen weiter. Organisieren beruflicher Misserfolge und. Das war eigentlich viel schlimmer. Und mich ärgert es, dass es auch heute in keiner Weise irgendwie anerkannt wird. Bisher jedenfalls nicht anerkannt wird. Oder ganz allmählich anerkannt wird. Da kann man einen Vergleich zu 45 sehen, möchte ich mal sagen. Also NS-Verfolgte mussten auch lange kämpfen und streiten, glaube ich, bis man ihre Leiden da anerkannt bekommt. Ne? Ja, das ist der Grund, weshalb ich damals irgendwie jetzt rückblickend ja, weitermachte. Ne? Hm. Der Mauerfall, als es dann endlich soweit war, wie haben Sie sich dabei gefühlt? War es mehr so pure Euphorie oder mehr eine tiefe Genugtuung oder wie war das für Sie? Also mir kommen ja heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Ich habe ja auch, ich habe auch immer Fernsehen in der DDR gesehen, den Schwarzen Kanal, da gab es so eine Sendung. Also DDR-Bürger mussten sich nicht mit irgendwie verwirren lassen, Westfernsehen gucken. Da gab es die Sendung Der Schwarze Kanal, mal auf Karl Eberhard von Schnitzler, die wurde montags immer gezeigt. Das habe ich mir alles angeguckt und ich habe auch mitbekommen natürlich, die Massenfluchten über Botschaften. Ihr wisst, das fing ja alles an. DDR-Bürger ließen sich da nicht mehr gängeln. Aber es ist dann soweit war, Reiseregelungen, die feiern ihren 40. Jahrestag da drüben. Das Volk ist auf der Straße, das konnte man doch sehen. Die konnten ja nicht jeden Journalisten rausschmeißen. Dass sie am Ende sind und wirtschaftlich doch am Ende waren. Man hätte viel mehr Bilder machen müssen, auch von Rostock. Ich war unmittelbar nach der Wende mal hier. Und so sahen ja alle Städte aus. Ne? Und da konnte ich die Politiker am Westen auch einfach nicht verstehen, dass die immer noch mit denen kungelten, ja, und bis zum Schluss. Und dann kommen die Reiseregelungen, die überhaupt nicht reichen, und dann kommt dieser 9. November. Und diese Presse, ich komme von der Arbeit, völlig erschöpft, leg mich auf die Couch, mach Ostfernsehen an, ne? Und sehe da diese Pressekonferenz, Schabowski, der sich mit dem Mauerfall befasst hat. Ne? Da kommt meine damalige Lebensgefährtin hoch, die wohnt im selben Haus. Und ich sage, Ilona, wir müssen, die Mauer fällt heute gegen Mitternacht. Ab sofort. Ne? So, und so haben es ja auch viele DDR-Bürger dann gesehen. Jedenfalls bin ich in dieser Nacht dann noch zum Brandenburger Tor, da fährt man eben hin. Da war schon ein amerikanisches Fernsehen, die bauten da auf. Und nun hatte ich aber, war sehr kalt in dieser Nacht und mein Auto auch komisch geparkt. Und ich dachte, ich muss doch am nächsten Tag wieder früh raus. Ich sage, Mensch, ich fahre nach Hause und dann mach den Fernseher an. Und dann sehe ich es ja, ich kann ja immer noch. Und da war ich auf dem Weg nach Hause, so gegen 23 Uhr war das. Heute Hauptbahnhof ist da, ja. War damals Lehrter Bahnhof und da bin ich auch rübergebracht worden. Weil man mich als Westberliner verhaftet hat, hat man mich nach Westberlin entlassen. Ich also nicht nach Gießen, ne, sondern von Karl-Marx-Stadt nochmal nach Berlin. Ich wohne in Schönhausen, sondern Magdalenenstraße. Da hat mich dann der Rechtsanwalt Hartmann, Mitarbeiter Vogels, rübergebracht. Und genau dort, weiß ich, da kommt plötzlich ein Trabant an. Ein Trabant in Westberlin, undenkbar. Ja. Und das war also das Ereignis dann. Da habe ich dann Parkplatz gesucht und habe da den Fall der Mauer erlebt. In dieser Nacht kein Auge zugemacht. Musste am nächsten Tag arbeiten. Ich habe dann zwar angerufen, ich hätte ja so krank machen, war nicht mein Ding. Und das war so unvergessen. Nicht? Und ich habe also in den ersten Tagen nach dem 9. November, also auch kaum, bin ich kaum zur Ruhe gekommen. Nicht? Damals war mir völlig klar, dass das jetzt zu Ende ist. Nicht?
dass das Regime also irgendwie ausgedient hat. Ne? Also für Sie ein unvergessliches Erlebnis. Ja. Und das hat Ihnen auch wahrscheinlich so gezeigt, dass Ihre Aktionen nicht sinnlos waren, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat zu kämpfen. Nee, es musste Diplomaten geben, die... Wer hat den Gorbatschow vorhergesehen? Nicht? Totalitäre Regime sind ja oft so, ich meine, wenn sie merken, wir sind vom Untergang, dass sie dann den anderen die Schuld geben. Es hätte ja zum Atomkrieg kommen können, ja, wir wissen, Perestroika. Aber irgendwie hat man das doch gespürt, ist soweit. Und die mussten auch irgendwie selbst erkennen, dass das System falsch ist. Denn der Gorbatschow wollte bestimmt die mit seiner Perestroika, er wollte ja den Sozialismus, Kommunismus erhalten. Ich habe den Markt durch Reformen geht. Da sind aber Tschernobyl, die haben ihre eigene Ohnmacht erfahren. Ne? Und das wurde im Westen auch nicht richtig eingeschätzt. Also damals war mir eigentlich klar, glaube ich schon, das war es dann jetzt. Ne? Und so kam es ja dann auch. Ne? Allerdings, was muss man auch sagen, ist ja der Grund, weshalb ich heute noch mich betätige, was da von westlicher Seite alles zugestanden wurde, um Gorbatschow dann doch dazu zu bringen, das, was in Jalta Teheran beschlossen war, aufzugeben, die DDR freizugeben, das war bestimmt mehr als Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Jedenfalls Fakt ist, und das lässt mich nicht ruhen, dass den Leuten, die uns da schikaniert haben, dass es diesen ehemals privilegierten Stasi-Mitarbeitern und so weiter, dass es denen ja schon wieder besser geht in jeder Beziehung als den ehemals Verfolgten. Und das ist eine Sache, das lässt mich nicht ruhen. Ich habe bis in meiner Rente Leute beraten, die da gewisse Ansprüche hatten. Und ich merke, ich weiß selbst, dass es unheimlich schwer ist, so eine Beschädigung, die man erfahren hat, vor allem psychisch, durch Isolation, Zersetzung und weiß ich was, das kriegt man in keiner Weise anerkannt. Man muss immer den Nachweis bringen, dass die Beschädigung durch die Verfolgung entstanden ist, sehr, sehr schwer. Ne? Also das ist eine Sache, die mich nicht ruhen lässt. Und Sie können sich sicher denken, dass besonders so Leute, die so etwas erfahren haben wie ich, oder ungefähr 200.000, dass die natürlich diese Verklärung, die schon wieder zunimmt, mich nicht sehr gerne sehen. Nicht? Also dann doch sehr ärgerlich sind, wenn sie sowas erfahren. Zum Beispiel in Berlin, in Rostock glaube ich nicht so, aber in Berlin, Brandenburger Tor, stehen sie oft mit Fahne der DDR und Grenzeruniform. Ja, die stehen da und lassen sich fotografieren. Ne? Und wenn ich da eine Petition, jeder Bürger kann eine Petition einreichen, damals 2008 schon gemacht, bekam von Ministerin Zypus zur Antwort, also ich wollte, dass das verboten wird, nicht? Und bekam dann zur Antwort, naja, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, darüber aufzuklären, über das geschehene Unrecht. Aber es gibt keine Gesetze, die das verbietet, also diese Symbole der untergegangenen DDR zu zeigen. Ne? Und solange das, also ich würde mir auch wünschen, vielleicht, dass aus der Bevölkerung heraus da protestiert wird, ja. Wenn ich durch Hohenschönhausen Führung mache oder in Potsdam, sage ich auch mal jeder Gruppe, wenn sie da sind, diskutieren sie mit denen, das ist unmöglich, ne. Was kann Kinder was dagegen sagen, wenn sie in den Uniformen der Alliierten da stehen, die haben uns vom Nationalsozialismus befreit. Es geht sich nur um diese Grenzeruniformen, ne. Und da wäre es mir lieber, wenn es da keine Gesetze geben müsste. Genau wie bei der NPD, wenn sich so ein paar rechte Dumpfbacken hier zusammenrotten, dann haben wir Tausende, die dagegen sind. Und so muss es ja auch sein. Ja, aber da ist es nicht der Fall. Es lassen sich eine Menge Touristen fotografieren. Deshalb, wenn ihr da hinfahrt, Berlin, ihr seht die da stehen, geht da hin, diskutiert mit denen. Ich habe da schon Farbe gesehen mit ganzer Uniform der DDR, ist ja völlig unrealistisch. Ja? Die wollen die DDR auch nicht verklären. Ja? Aber versteht ihr, die sagen dann, ja, wir studieren Geschichte und ich erzähle den Wenn Kinder kommen, dann erzähle ich auch, dass sie der ein Unrechtsstaat war. Ich sage, dann machst du mehr als manche Politiker. Schon oft diskutiert. Ich sage, wenn du eine Ahnung hast von der Geschichte, dann zieh ja morgen eine SS-Uniform an, stell dich hin und dann erklärst du den Leuten, wo die Reichskanzlei war. Da war der ganz entsetzt. Das stimmt auch nicht. So was macht man nicht. Ob es dagegen Gesetze gibt oder nicht. Und der würde da nicht lange stehen, versteht ihr? Da wäre sofort ein berechtigter Zorn da. Ne? So meine ich das. Ne? Wenn die da diskutieren müssen, dann verdienen sie kein Geld. Die lassen sich ja fotografieren mit denen. Nicht so auf diese Art und Weise. Das ist immer besser als irgendwelche Sätze. Wie jetzt bei der, ich habe gerade heute, als ich hierher gekommen bin, gehört, dass die Innenminister mal wieder beschlossen haben, die NPD zu verbieten. Diese Dreckepartei gibt es seit 1964. Damals hat die Stasi versucht, auch Rechtsextreme haben die unterstützt.
Nicht? Der DDR nutzte es, die Stasi nutzte es, wenn in der alten muslimisch-jüdischen Friedhöfe geschändet wurden. Nicht? Die müssen den Zorn der Mehrheit der Bevölkerung spüren. Das ist immer besser, meine ich. Ne? Jetzt überlegen Sie, natürlich nach außen hin kann man sagen, okay, wir distanzieren uns davon. Besser ist immer, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sich dagegen stellt. Ne? Ja, und deshalb befasse ich mich auch immer noch damit. Nicht? Und gerade an solchen Orten, Sie haben hier Rostock, Potsdam, Hohenschönhausen, die werden immer mehr besucht. Das freut mich. Jetzt nach über 20 Jahren nehmen die Besucher eigentlich, die Besucherzahlen immer mehr zu. Ja, und da kann man wirklich schon ein bisschen was machen. Ne? Sehr schön. Okay. Frage hätte ich noch. Sie haben das Bundesverdienstkreuz am Bande gekriegt vor wenigen Monaten. 29. Oktober, ja. 29, auch noch einen Monat. Also nicht, ich war der Jüngste, ich war der Greenhorn, der Ausgezeichneten. Also Herschel, also alles die Tunnelgräber, die damals 60er Jahren, also noch möglich war, da Tunnel gegraben haben. Und das war im Nachhinein doch, ja doch, nach über 20 Jahren jetzt nachträglich noch eine Auszeichnung. Also ich fühlte mich da schon ausgezeichnet. Und denn bislang war es so, dass gerade die Stasi hat auch durch Einflussagenten versucht, die ganze Fluchthilfe zu diffamieren. Es gab Einzelorganisationen, die einen Unfall, die viel dafür kassiert. Und in der alten Bundesrepublik war es ja auch nicht mehr gewünscht. Also eine Anerkennung haben wir Fluchthelfer erst nach der Wende erfahren. Die haben sich um uns bemüht, uns diplomatisch betreut, haben aber gesagt, im Grunde genommen hast du das selbst zu vertreten. Du hast den Ost-West-Dialog gefährdet, die Leute, die du rausgeholt hast, hast du auf dem Wege der Verhandlung rausbekommen. Und dann jetzt nach 22 Jahren mit dem zweithöchsten Orden mal ausgezeichnet zu werden, hat mich doch schon als Jüngster da, die waren ja alle über 70, das hat mich dann doch schon geehrt. Ich bin in der DDR auch ausgezeichnet worden. Als Kind, weil ich die meisten NATO-Käfer von den Feldern gesammelt hatte, die westliche Dienste abgeworfen haben. Und dann bekam ich die Herder-Medaille in Silber, wegen hervorragender Leistung im Fach Russisch. Ne? Also ich fühlte mich jetzt schon, das ist ironisch gemeint. Ne? Ich glaube, ich habe die auch immer irgendwie, als ich zornig war, weggeworfen. Die Herder-Medaille in Silber am Ende der 8. Klasse, die habe ich gar nicht mehr. Das war ja so gesehen schon eine Auszeichnung, ja, wie ich es jetzt auch gesagt habe. Und vielleicht so ein kleines Zeichen, dass auch so ein Paradigmenwechsel da hier stattgefunden hat, dass das Fluchthilfe, dass man da differenziert. Es gab so ein paar Organisationen, okay, die haben unverhältnismäßig viel dafür kassiert. Ohne Geld ging das ja gar nicht. Konnte ich auch als Student nicht. Wir können ja nicht hin und her fahren. Einmal rüber und wieder zurück, ne? Oder so. Ich muss da übernachten, das muss ja alles. Und das kostete auch Geld. Aber so wie Geld im Spiel war, hat man damals im Westen gesagt, das hast du selbst zu vertreten. So. Um den Vertragspartner DDR nicht zu verärgern. Die DDR wollte immer, dass die Bundesrepublik das bestraft. Ging natürlich nicht. Recht auf Freizügigkeit. Ne? Natürlich darf man keine Leute im Kofferraum befördern. Ja, werde gerne bezahlt. Ja? Verstehen Sie? Aber so ansonsten, für die DDR war das Menschenhandel. Ne? Ja, und ja, wie gesagt, war das schon doch eine. Also auch eine Form Anerkennung. Von Wertschätzung, die einem früher immer verwehrt blieb, denn letztendlich. Ach, naja. Also, ich habe sowieso damals, ich habe den Leuten geholfen, ich habe den Leuten hier rausgeholfen. Und diese Freude, die wir alle Beteiligten dabei empfunden haben, natürlich am meisten die Flüchtlinge, die war unbeschreiblich schön. Und wenn es ganz schlimm war, im Knast, nicht, ich war ja auch oft arretiert mit eingeschränkter Verpflegung noch, dann habe ich mir die Situation immer vorgestellt, wie ich die Leute aus meinem Kofferraum geholt habe und die mich da umarmt haben. Ja, ja, also, ja, dann doch ein grüner Abschluss, ja. Haben Sie heute noch Kontakt mit Leuten, denen Sie zur Flucht waren? Ich habe vorgestern erst jemand getroffen, den ich rausgeholt habe. Und nicht mehr so intensiv natürlich, man geht ja seiner Wege und klar. Okay. Schön. Schön.